Einst war er mal der teuerste Spieler auf der Welt, noch teurer als Cristiano Ronaldo. Der Waliser gibt im Alter von 33 ganz überraschend in den sozialen Medien sein Karriereende bekannt. Sowohl vom Nationalteam als auch vom Clubfußball. Gareth Bale und Fußball, das war's nun endlich. Die walisische Legende machte sich zunächst einen Namen in Großbritannien über Southampton und Tottenham. Seinen großen Durchbruch hatte er als Linksverteidiger im Champions League Spiel gegen Inter Mailand, als er 3 Tore erzielte und dabei seinen starken linken Fuß und auch seine Geschwindigkeit präsentierte. Für eine Rekordsumme von 100 Millionen Euro wechselte er als Belohnung im Jahr 2013 zum spanischen Rekordmeister Real Madrid, wo er mehrere Titel gewann, darunter 5-mal die Champions League. Besonders in Erinnerung wird er bleiben wegen seinem Tempolauf gegen Barcelona im Copa del Rey Finale, als er Marc Bartra ganz langsam aussehen ließ, aber auch wegen seinen 2 Champions League Finaltoren gegen Liverpool, als er Loris Karius mit einem unglaublichen Fallrückzieher besiegte und mit einem Distanzschuss auch dessen Karriere quasi beendete, ein Spiel, von dem sich Karius bis heute nicht wirklich erholt hat. Auf Instagram schrieb Bale folgendes: "Nach vorsichtiger und sorgfältiger Überlegung gebe ich hiermit meinen Rückzug vom Vereinsfußball und auch vom internationalen Fußball bekannt. Niemand kann abstreiten, dass er eine Real Madrid Legende ist, doch bei Real lief es in den letzten Jahren nicht mehr so wie gewollt. Er wurde auf die Bank oder auf die Tribüne verdonnert, spielte kaum noch eine Rolle und wenn er spielte, dann eher auf dem Golfplatz als auf dem Fußballplatz. Deshalb kam es schließlich zum Wechsel in die USA, wo er noch für den Los Angeles FC in der MLS spielen durfte. Der 5-malige Champions League Sieger kommt außerdem auf 111 Einsätze für Wales, in denen er 40 Tore erzielte. Mit Wales schaffte er sogar ins EM-Halbfinale. In insgesamt 554 Karrierespielen machte er 186 Tore und 137 Vorlagen. Nachdem Bale sein Karriereende bekannt gegeben hat, Ronaldo nun in Saudi-Arabien spielt und Benzema auch in hohem Alter seit seinem Ballon d'Or-Sieg seiner Form hinterherhinkt, sieht es ganz danach aus, als müssten wir uns bald vom ganzen BBC-Trio verabschieden. Danke Bale für die Erinnerungen, du warst wirklich ein extrem geiler Kicker.